Hallöle, hier ist wieder eure Brigitte Wiebele, die Kulturbotschafterin des Schwäbischen Frohsinns. Wir sind mit Regio TV wieder unterwegs durch mein Ländle, also auch durch euer Ländle. Und heute sind wir in... Genau, Türkheim. Warum bis nach Ankara, fahr nach Türkheim, schopp ich da. Warum das überhaupt nichts mit der Türkei zu tun hat, das werde ich gleich mal checken. Und ich glaube, die da werde ich dringend brauchen. Also wenn ich nicht wüsste, dass das ein Hühnerhof ist, dann bis jetzt sehe ich noch kein Huhn. Keine Tür, gutes Zeichen. Aha! Grüß Gott, Wiebele, mein Name, Sie sind da. Joachim Kohn, hallo. Hallo, wo sind wir denn jetzt hier? Genau. Hühnerhof der Familie Kohn in Türkheim. Ah, ich sehe schon. Und dann haben wir da die schöne Maschine, die so nette Sprüchle auf die Eier drauf presst, gell? Ja, genau. Nee, es ist genauer gesagt die Stallnummer und die Haltungsform. Ah, das ist, ja, bitte. Schaffen Sie noch schön. Also Sie sind sozusagen jetzt hier der Chefgockel, wenn man das mal so sagen darf. Wenn, gell? Sie das so sehen wollen, ist das so, ja, richtig. Ja, wie viele Hühner haben Sie denn so in Ihrem Harem? So ungefähr. Hier im Stall wohnen 18.000 Hühner. Aha. Also, und da sehe ich gerade, da gibt es ja Hühner-TV, gell? Was ja, seht ihr da? Eine tägliche Wiederholung. Meine Frau kann da das Tempo steuern, wie die Eier hier in die Maschine reinkommen. Damit sie nicht so einen Stress haben, gell? Ja, genau. Damit es keinen Stau gibt und keine Karambolage. Jetzt würde ich aber gerne wissen, wo sind denn jetzt die Hauptattraktionen, die ganze Hühnerwelt? Und das ist ein sehr gutes Stichwort. Die könnte man eigentlich jetzt zusammen rauslassen ins Freiland. Oh ja, bitte unbedingt. Ja, dann darf ich mich gerade ein? Ja, also, dann machen wir das. Ja, hier sozusagen der Chefgockel von dem Hühnerhaufen da. Ich bin der Chef von den Hühnern, ja. Wie viele Hühner haben Sie denn da so im Harem eigentlich? Ein bisschen über 1000 Stück hier. 1000 Hühner? Ja. Ja, was macht man da so, damit die besser ihre Eier legen? Schönes Futter, schöne Umgebung, schöner Stall, sauberes Wasser. Und ein netter Chef, gell? Das ist genau schöne wie bei Betreuung. Ja, genau. So mit einem netten Chef geht es ganz leicht. Und Sie kennen natürlich auch jedes Huhn im Namen. Wie heißt jetzt du da? Oh, die habe ich jetzt vergessen. Das tut mir jetzt leid. Kann ja mal passieren bei 1000, gell? Also es ist hier wunderschön. Ja. Ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt noch gern gewusst von Ihnen, wo kann man denn in Türkheim noch hingehen? Also der Burgstall ist eine ganz tolle Ecke, da kann man wunderschön runtergucken nach Überkingen. Der Burgstall? Vom Hühnerstall in der Burgstall, das mache ich glatt. Und wie lange dauert das, bis Sie die Hähner wieder hinhängen? Also abends, wenn die Sonne untergeht, geht es ganz schnell. Sobald es dunkel wird, sind die Hühner ratzfatz drin. Ratzfatz. Die sind auch nicht blöd, gell? Die wissen, wo es schön warm ist. Also vielen herzlichen Dank. Ja. Ich gehe jetzt zum Burgstall. Hab viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. So, behalte mal Platz, Frau Wiebele, muss weiter zum anderen Stall. So, lass ihn mal durch. So ist recht. Mein Name. Guten Tag, mein Name ist Hartmut Gober. Aha, und ich sehe schon ein Wahnsinnspanorama. Wir stehen ja hier auf einem wunderbaren Platz, ein Burgstall. Was ist denn das eigentlich genau? Kann man so sagen, auf jeden Fall. Burgstall, es kommt, heute würde man sagen Burgstelle. An der Stelle stand ursprünglich eine Burg, eine kleine Burg, vermutlich eine Turmburg.
vielleicht um das Jahr 1100 oder so errichtet. Man sieht hier noch im Umkreis den Wall der Umfassungsanlage mit Burggraben. Und die haben ja nicht schlecht gebaut mit so einem Ausblick, gell? Ja klar, das war natürlich wichtig. Man hat natürlich kontrolliert, wer hier unten im Tal unterwegs ist und möglicherweise hier rauf findet. Das war der Hintergrund. Da gibt es auch für alle, die hier zum Wandern kommen, wir kennen da mal Niebergang, da gibt es hier, habe ich gesehen, so einen Ausguck. Das ist ja auch wunderbar, wenn man da mal so ein bisschen drauf schaut. Was kann man denn sagen? Weiß man, wer hier die Burg, wer da der Herr war? Oder? Ja, es gibt eine Urkunde, die einen Herrn von Türkheim hier ausweist im Jahr 1107. Das ist die erstmalige Nennung von Türkheim. Der hat wirklich so geheißen. Das war also kein Ausländer. Ja, ein Konrad von Doringheim. Und der ist ein Jahr danach nochmals erwähnt bei einer Güterübertragung der Lüdgard von Stubersheim. Der gehört also in den Sippenkreis der Stubersheim, ein erlauchtes Geschlecht hier auf der Alb, am Rande der Alb. Und er hat einen, ja, Entschuldigung. Möglicherweise war das auch eine Verbindung zu den Herren von Spitzenberg. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall dieser Konrad von Doringheim war hier vielleicht ansässig an dieser Stelle, hat vielleicht auch hier diese kleine Burg errichtet und hat einen Dienstmann hier sitzen gehabt. Selber durfte er wahrscheinlich hier auf dieser kleinen Burg nicht residiert haben. Ach, das wollen wir gar nicht sagen, weil ein Herr von Türkheim hat hier gewohnt, das lassen wir einfach so standen. Ich sehe schon, wenn man bei Ihnen anzapft, Sie haben noch ganz viele Informationen. Also kommt ruhig mal her, schaut euch das an. Hier gibt es noch viel zu entdecken. Und ich muss jetzt zur alten Radarstation. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, gell? Vielen Bitte, Dank. Frau Ebele. Und ich komme wieder auf Sie zu, weil Sie wissen ich viel. Na, jetzt klar. Muss ich weiter. So, jetzt sind wir also hier bei der alten Radarstation in Türkheim. Aber wie man sieht, ist es nicht mehr, wie es früher war. Das ist jetzt nämlich ein Abenteuerspielplatz für Männer. Und während ihr jetzt Werbung guckt, probiere ich schon mal aus. Warte mal, ich muss hier so rein. Ja, das ist ja wunderbar und so wohnlich. Wunderbar. Also, viel Spaß bei der Werbung. Noch kein Geschenk? Holen Sie sich den brandneuen S-City-Gutschein. Eine Karte, 1000 Möglichkeiten. Der S-City-Gutschein. Einzulösen bei über 100 Unternehmen in Stuttgart City. Weitere Infos unter s-city-gutschein.de. Willkommen bei Möck. Wir freuen uns auf Sie. 20 Jahre Braukunst. Bei uns wird das Bier noch selbst gemacht. Genießen Sie in uriger Atmosphäre unsere naturtrüben, unfiltrierten Biere. Dazu schwäbische Leckereien und handfeste bayerische Klassiker. Sophies Brauhaus bietet alles, was das Herz begehrt. Direkt in der Stuttgarter Innenstadt. Jetzt umsteigen, 12 Monate im gesamten VVS-Gebiet fahren und nur 10 Monate zahlen. Einfach bequem. Die VVS-Jahreskarte im Abo. Auch mit monatlicher Abbuchung. Mehr Infos bei uns im Netz. Regio TV. So, wir sind hier am Abenteuerspielplatz für Männer und der Herr hier ist der Meister von dem Ganzen. Wie heißt du? Mein Name ist Martin. Und du hast selber Spaß an dem? Ja, ich habe selber Spaß an der Sache, sonst würden wir das hier nicht machen. Das ist ein reines Hobby und wir machen das auf Spaß an der Freude, somit dass wir den Leuten einfach das Baggerfahren beibringen können. Also wenn ich das richtig verstehe, kommen hier hauptsächlich Männer, kommen da auch Frauen? Es kommen ca. 20% Frauen und wir haben auch schon sehr ältere Frauen dabei gehabt mit knapp 80 Jahren, wo ihr Traum nochmal erfüllen wolltet. Also ich bin ja ein bisschen jünger, gell? Aber ich tät das auch machen, da kannst du heute deinen Pool selber ausgraben. Ja, hoffentlich wird es auch ein schöner Swimmingpool und nicht bloß ein kleiner Baggerseite. Ja, neu, schon richtig.
Sag mal, da kann jeder kommen und das selber ausprobieren. Es kann jeder kommen zu uns, kann sich anmelden. Wir machen alles nach Terminvereinbarung und kann sich da eine Stunde austoben. Mit einem kleinen Bagger, dann mit dem mittleren und dann mit einem großen 60-Tonner. Das war trotzdem schon einmal ein Militärgelände oder so? Das war früher Radarstation von den Amerikanern und das war das erste deutsche Luftüberwachungsbataillon, wo hier stationiert war und hat den Luftraum von Norwegen bis in die Alpen überwacht. Der Wahnsinn. Weißt du, jetzt baggere ich mal. Also, ja. Das heißt, ich mache jetzt die Schaufel da und guck da drüber. Ja, da machst du aber einen großen Biss. Und jetzt nach oben, oder? Ja, jetzt fährst du nach oben. Jetzt nach vorne, oder? Nein, nach hinten, Ziege. Genau. Jetzt guck dir das einmal an. Jetzt bewegst du rund 10 Tonnen vorne drinnen. Ne? Das ist natürlich schon. Ist da nicht, Wahnsinn, oder? Ne? Schmeiß da nach vorne. Also, ne? Fahr noch ein bisschen hoch, genau, drehen noch ein bisschen rüber. So, und jetzt einfach hoch. Und jetzt merkst du mal, das ist richtig mal. Das ist so viel wie 8 Autos, was du jetzt vorne hast. Und jetzt lass es noch. Ja, jetzt fährst du noch ein bisschen hoch, dann sieht man dir ein bisschen besser. Genau, fährst hoch. Und dann zeigen wir mal, was du drin hast in der Schaufel. Jetzt lässt du mal fallen. Genau, aber. So. Also da hast du schnell dein Pool husen, ne? Ich will gar nicht mehr weiter. Aber okay. Ich muss noch weiter, weil ich möchte mir ja noch die Eingeborene angucken von dem Turkheim. Und ja. Ich sage schon mal Dankeschön. Ich sage auch Dankeschön, hab mich gefreut, dass ihr vorbeigeguckt habt. Dankeschön, du. Danke auch, ja. Also komm jetzt mal wieder da raus. So. Aufpassen. Ja, das geht. Wir sind jetzt hier im Gemeindehaus von Türkheim, da wo man die Einheimischen ja findet. Aber mit denen darf ich hier natürlich nicht rein. Grüß Gottle. Grüß Gott. Sie sind der Hans Maurer. Ja, ganz genau. Das ist nämlich noch ein Ureinwohner hier in Türkheim, gell? Sie sind hier geboren? Natürlich. Komm, wie alt sind wir denn? 84. 84, Landwirt sind Sie gewesen, gell? Ja. Da sieht man mal, wie gesund die Luft ist, gell? So gut sieht man aus, wenn man hier groß wird. Ja, natürlich. Haben die Leute sich verändert? Die Leute bleiben immer gleich. Die Zeit verändert sich, die Umgebung verändert sich. Aber sonst bleibt alles gleich, so. Hier. Wunderbar. Aber dieser Ort hat ja auch noch einen Künstler. Sie heißt nochmal wie? Arthur Goldgräbe. Der Arthur Goldgräbe. Und was machen Sie so für Kunst? Das ist ja nicht so typisch für so einen kleinen Ort, gell? Ja, seit ich hier bin in Türkei, mache ich Holzskulpturen. Ich habe eigentlich schon immer als Kind schon Kunst gemacht, also gemalt, gezeichnet. War dann eine Zeit lang in Berlin und da habe ich so ein bisschen nebenberuflich natürlich jetzt eine Ausbildung gehabt. Aber Sie sind ein Schwab? Ich bin schon ein richtiger Schwabe, ich habe es aber ein bisschen verlernt. Das muss man nicht laut sagen. Die Kunstwerke haben wir ja auch da, haben wir gesehen. Und hier macht man auch sonst recht viel Kunst. Ja, bevor ich jetzt nämlich zum Ortsvorsteher gehe, werden wir jetzt vom Sängerbund etwas hören. Hallo, ich bin Frau Wiebele und Sie sind der Herr? Meckle, Frau Wiebele, grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind der Ortsvorsteher von Türkheim. Ja. Ja. Über wie viele Menschen haben Sie da so das Sagen quasi? 900. 900. Und zu Ihnen kommen ja auch ein paar Touristen, habe ich gesehen, gell? Ja, hauptsächlich wegen dem Alp drauf, wegen dem Mantra, wegen guter Wirtschaft, wegen Geiselstein, Schildwach. Gute Wirtschaft. Ja. Das haben wir auch schon gemerkt. Also Regio TV hat sich überlegt, dass Türkheim erfüllt nämlich als kurioses regionales verstecktes Kleinod des schwäbischen Lebensraumes die Voraussetzungen für den KRVKSL Award und bekommt deswegen das goldene Wiebele überreicht. Dankeschön. So sieht es dann aus hier, das goldene Wiebele in der Schatulle. Und falls Sie auch irgendwo wohnen, wo es Kölsau kennt, dann sagen Sie uns Bescheid, dann kommen wir vorbei. Und nächstes Mal sind wir in Oppelsboom. Kennen Sie Oppelsboom? Nein, noch nicht. Sie schon mal? Also, gell, gucken vorbei.